Moin und willkommen zu unserem Basic Tutorial des Mobile Gimbal Koffers der Hochschule Merseburg. Wir schauen uns mal an, was alles drin ist im Koffer und schauen uns die wesentlichen Grundfunktionen des Osmo Mobile 3 Gimbals an. Im Koffer haben wir ein Smartphone. Darauf sind mehrere Apps und zwar einmal die DJI App. Diese könnt ihr per Bluetooth mit dem Osmo 3 verbinden. Dazu aber in einem anderen Tutorial ein bisschen mehr. Da gibt es ganz viele Spielereien, die zeigen wir euch da. Dann ist hier noch die Sennheiser App drauf. Die könnt ihr ebenfalls mit dem Sennheiser Audiogerät verbinden. Dazu ebenfalls in einem anderen Tutorial mehr. Dann haben wir nicht eins, nicht zwei, sondern drei USB-Adapterkabel. Ein USB-Netzteil mit vier Anschlüssen. Und ein Stativ mit drei Füßen. Eins, zwei, drei. Und den Star unserer heutigen Sendung, den Osmo Mobile 3. Wir schauen uns jetzt erstmal an, was gibt es da so für Knöpfchen und was können wir damit machen. Unten am Osmo Mobile 3 haben wir ein Stativgewinde, da könnt ihr das Dreibein draufschrauben. Dann könnt ihr den Kollegen hier schon mal so hinstellen und einmal so hochklappen. Das hat einen kleinen Widerstand, also keine Angst, das ist normal, dass das ein bisschen schwerer geht. Bevor ihr das Gimbal jetzt einschaltet, befestigt ihr das Handy an der oben dafür vorgesehenen Halterung. Achtet dabei darauf, dass die Rückenkamera immer in Richtung des roten Pfeils zeigt. Obacht! Befestigt und entnehmt das Handy nur, wenn das Gimbal noch ausgeschalten ist. Sonst wird Tom richtig böse. Achtet darauf, dass ihr das dann vielleicht ein bisschen ausbalanciert, bevor ihr das Gimbal einschaltet. Wunderbar. Warum ausbalancieren vorher? Damit entlastet ihr einfach die Motoren der Arme. Bevor ihr das Ding anschaltet, könnt ihr einmal hier die M-Taste drücken und seht, wie euer Akkustatus ist. Insgesamt, wenn der Akku voll ist, hält er 15 Stunden ungefähr. Das ist eine super Sache. Dann könnt ihr das ganze Gerät einschalten, indem ihr die M-Taste gedrückt haltet. Jetzt haben wir den Gimbal in Ausgangsposition. Wir können jetzt mit zweimaligem Drücken der M-Taste zwischen Horizontal- und Vertikalposition wechseln. Außerdem könnt ihr mit der M-Taste zwischen Standby-Modus und Aufnahmemodus wechseln. Dazu einfach dreimal drücken. Und schon sind wir im Standby-Modus und drückt ihr nochmal dreimal, seid ihr wieder im Aufnahmemodus. Dann haben wir vorne am Gimbal einen Joystick, super für smoothe Schwenkaufnahmen. Dann haben wir hier hinten einen ganz wichtigen Knopf, das ist der Trigger oder ich nenne ihn auch den Action-Knopf. Und zwar könnt ihr damit, wenn ihr ihn zweimal drückt, mit dem Gimbalarm in die Ausgangsposition zurückgehen. Eins, zwei. Zack, sind wir wieder in Ausgangsposition. Eine weitere sehr wichtige Funktion des Trigger-Knopfs, einmal, dass ihr die Handy-Position beibehaltet, währenddessen ihr den Gimbalarm bewegt. Das funktioniert so, indem ihr den Trigger-Knopf einfach gedrückt haltet. Halte ich den jetzt nicht gedrückt, bewegt sich das Handy immer ein bisschen mit, schwenkt nach vorne und nach hinten. Halte ich den Knopf fest, bleibt das Handy in der Ausgangsposition. Wollt ihr jetzt mehr Action, dann drückt den Action-Knopf. Nein, ihr könnt in den Sportmodus gehen und zwar drückt ihr dazu einmal den Trigger und haltet den dann nachgedrückt. Wozu ist der Sportmodus gut? Wenn ihr zum Beispiel ein paar Kommilitonen draußen auf dem Sportplatz filmen wollt, mit schnellen Bewegungen, dann braucht ihr schnelle Schwenks und im Sportmodus bewegt sich der Arm einfach schneller, die Motoren reagieren schneller. Wir haben einen USB-C-Anschluss hier an der Seite, um das Gimbal einfach zu laden. Und hier haben wir nochmal einen USB-A-Anschluss. Damit könnt ihr währenddessen ihr aufnehmt, euer Handy einfach laden, falls das Akku mal schlapp macht. Das waren die wesentlichen Basic-Grundfunktionen zum Osmo 3 Mobile. Der Kumpel hat noch ein paar mehr Funktionen, die könnt ihr aber alle nur mit der DJI-App, die auf dem Handy ist, benutzen. Dazu verbindet ihr das dann per Bluetooth und schaut euch das nächste Tutorial an.
seid ihr fertig mit euren Aufnahmen, packt natürlich alles wieder ordentlich zurück in den Koffer und achtet darauf, dass ihr ihn so wieder abgebt, wie ihr ihn auch bekommen habt, damit es keine böse Überraschung gibt. Viel Spaß beim Filmen und bis zum nächsten Mal. Peace.